Hallo und willkommen zu Denkreisen. Die Anabaptisten von Münster finden heute vor allem bei zwei Bevölkerungsgruppen positiven Zuspruch. Das sind einerseits die Kreise der Kommunisten und Marxisten, die manchmal die Wiedertäufer als die frühen Sozialisten erwähnen. Und dann sind da einige Baptistengemeinden in den USA, die oft sehr wohlwollend über diese Ereignisse sprechen. Eine nahtlose Verbindung zwischen den amerikanischen Baptisten und den melchioritischen Anabaptisten gibt es allerdings nicht. Beide Sympathiebekundungen sind ein wenig irregeführt. Denn zum einen hatten die Anabaptisten zwar einige radikale Maßnahmen ergriffen, die zum Beispiel mit der Neuverteilung von Besitz zu tun hatten, doch dies waren relativ halbherzige, kaum zu Ende gedachte Ideen. Und in der Tat hatte man dafür gesorgt, dass alle, die nun in der Stadt festsaßen, gespeist wurden. Aber ähnlich wie in kommunistischen Strukturen waren viele dieser Gesten nur oberflächlich und die Entscheidungsträger waren am Ende doch tief in der autoritären Kultur dieser Zeit verwurzelt. Die Organisation der Stadt war während der Belagerung keineswegs gänzlich horizontal. In Wirklichkeit war es eine steile Hierarchie. Und wer sich nicht fügte oder aus der Reihe trat, wurde hart bestraft und nicht selten hingerichtet. Und es sollte noch hierarchischer werden. Will Durant, der in seinem Buch über die Reformation ein Kapitel den Wiedertäufern widmet, schreibt über den Alltag der belagerten Stadt: Laut einem unfreundlich gesinnten Augenzeugen dekretieren zwar die Machthaber, dass alle Güter sollen gemein sein, aber in der Praxis blieb das Privateigentum, mit Ausnahme des Schmucks, der Edelmetalle und der Kriegsbeute, bestehen. Nur die aktiv an der Verteidigung Beteiligten nahmen die Mahlzeiten gemeinsam ein, wobei man Hymnen sang und aus der Bibel vorlas. Zur Betreuung der Armen bestellte man 3 Diakone, die die nötigen Mittel aus dem Überfluss der in der Stadt verbliebenen Wohlhabenden requirierten und verteilte den innerhalb der Mauern brachliegenden Boden in die Haushalte zur Bepflanzung. Ein Dekret bestätigte ausdrücklich die Obergewalt der Männer über die Frauen. Die äußerst strengen Sittengesetze gestatteten Belustigungen, religiöse Schauspiele und Tanz nur unter Aufsicht. Trunkenheit, Würfelspiele und Prostitution waren bei schweren Strafen verboten. Vergewaltigung und Ehebruch kostete das Leben. Da infolge der Flucht vieler Männer Frauenüberschuss herrschte, bestimmten die Ältesten auf einschlägige Stellen der Heiligen Schrift gestützt, dass alleinstehende Frauen, Genossinnen der Gattin, in der Praxis also Nebenfrauen, werden konnten, ein Ausweg, der offenbar kinderloser Einsamkeit vorgezogen wurde. Über das Thema der Zwangsehen und das Verteilen der Bräute unter den Gotteskriegern haben wir in der 8. Episode dieser Reihe einiges gesagt. Diese Maßnahmen haben innerhalb der Stadt, doch vor allem auch außerhalb, in den Reihen der Belagerer einen Aufschrei des Entsetzens ausgelöst. Dies war eine verhältnismäßig konservative norddeutsche Gesellschaft, ungeachtet dessen, ob man nun Katholik oder Lutheraner war. Selbsternannte religiöse Ikonen, die nun bürgerliche Ehen auflösten und die so frei gewordenen Frauen an die eigenen Offiziere und Söldner aufteilten, entsetzten so ziemlich jeden, der nicht Teil des inneren Kreises der Anabaptisten war. Es hatte aber auch damit zu tun, dass hier inmitten einer relativ gesetzten mittelständischen Gesellschaft eine Erfahrung gemacht wurde, die sonst hinaus in die fernen Länder gehörte. Wir vergessen gerne, dass durch die Augen der Frau ein jeder Krieg gleichzusetzen ist mit Zwangsprostitution. Wir reden darüber nur nicht. Kluge Staatsmänner entladen die kriegerische Energie ihrer Kultur in der Ferne. Dort wird um Ressourcen und Handelsstraßen gekämpft, während daheim das Leben halbwegs weitergeht und die Daheimgebliebenen begierig auf Neuigkeiten vom Krieg warten. Doch die Söldner, die dort in der Ferne für ihren König, Fürst oder Erzbischof kämpfen, vergewaltigen und brandschatzen auch. Sie halten sich Frauen als Sklavinnen oder schänden sie in einem kurzen Rausch, um sie anschließend zu töten. Die faszinierende Erfahrung von Münster ist gerade deshalb so spannend, weil Vorgänge, die man zur selben Zeit mit gelassener Selbstverständlichkeit in dem frisch entdeckten Amerika praktizierte, sich hier plötzlich inmitten der gesitterten Welt entluden. Denn wir schreiben 1534, sprich, einige der großen Massaker an der lokalen Bevölkerung von Zentralamerika hatten bereits stattgefunden. Hier insbesondere durch Christoph Kolumbus, den einige Dummköpfe in den USA, aber auch in Europa noch immer als diesen visionären Helden feiern. Auch die großen ethnischen Säuberungen durch Hernán Cortés gegen die Azteken waren seit einigen Jahren bereits vorüber. Die Radikalität der Anabaptisten reflektiert somit nur etwas, dass Landsknechte, Dragoner, all die Husaren und Eroberer im Namen von Karl V. in der Ferne schon immer zur Befriedigung der eigenen Gelüste getrieben haben, doch worüber daheim geschwiegen wurde. Und nun passieren diese Gräuel im Herzen einer weitgehend pietistischen Gesellschaft.
Und da ist es dann plötzlich ein riesiger Skandal. Und wenn wir uns heute anschauen, wie IS-Soldaten kurdische Frauen zu Sexsklavinnen machen oder Boko Haram-Krieger hunderte minderjährige Mädchen in die Sklaverei entführen, so sind wir entsetzt, zumindest so lange, wie der Spezi am Tisch reicht. Mehr aber auch nicht. Es ist letztendlich etwas, das sich in der Ferne abspielt. Ich würde also sogar so weit gehen und sagen, das Verhalten von Jan van Leyden und Bernd Knipperdolling und Bernd Krechting, es reflektiert auf innerster Ebene das Fühlen und Denken eines transgressiven Mannes, der sich nicht mehr eingeengt fühlt von den Fesseln einer gesellschaftlichen Normierung. Eine solche Gruppierung etabliert als erstes ihre Alpha-Männchen, dann verteilt sie Titel und bastelt sich einen eigenen Gott. Und jeder, der diesen Gott nicht annimmt, ist ein Heretiker und muss getötet werden. Und dann wird gefickt. Jemand müsste das nur Ronja von Rönne erklären, vielleicht mit Fingerpuppen oder einem Buch zum Ausmalen. Dann begreift sie es vielleicht auch, welch eine immense Rolle heute der Feminismus spielt, wenn es darum geht, die unaufgearbeiteten Dynamiken zwischen Mann und Frau zumindest ansatzweise in einer Balance zu halten. Am Ende des Sommers wurde bereits klar, dass die Belagerung nicht so schnell vorbei sein würde. Und dass man hier vor den Toren Münsters einen ganzen Winter würde verbringen müssen. Die Kosten der Kampagne wuchsen und wuchsen und Bischof Franz von Waldeck war zu diesem Zeitpunkt von der Gunst und Geduld seiner zahlreichen Verbündeten abhängig. Hier vor allem Philipp, der Landgraf von Hessen, der sich auch Philipp I. der Großmütige nennen ließ, Johann von Jülich-Kleve-Berg, der sich gerne Johann der Friedfertige nennen ließ, und Friedrich IV. Von Wied, der auch der Kurfürst von Köln war. Sie alle haben sich durch eine ausgewogene Haltung gegenüber dem Protestantismus ausgezeichnet und in der Tat viel zu einer Entspannung in der lutheranischen Konfliktsituation beigetragen. Ein Zyniker könnte einwenden, dass Leute wie Philipp von Hessen nur deshalb die Protestanten unterstützt haben, weil sie flexiblere Regeln bezüglich der Frauen in ihrem Leben gesucht haben. Doch man muss auch einen Blick dafür behalten, dass sich im Hintergrund ganz eigene Prozesse abgespielt haben, die eben auf eine größere geopolitische Leinwand gehörten. So schreibt Karl-Heinz Kirchhoff über Philipp von Hessen: Besonders Landgraf Philipp von Hessen hatte sich als einer der mächtigsten evangelischen Reichsfürsten in den Jahren 1532 und 33 sehr um die religiösen Belange des Stifts Münster bemüht. Die hessische Außenpolitik richtete sich in dieser Zeit gegen das Haus Habsburg, dessen Verdrängung aus Württemberg bevorstand und dessen Übergriff aus den burgundischen Niederlanden auf das Stift Münster verhindert werden musste. Waren doch seit 1528 schon Overijssel, Friesland, Groningen und das säkularisierte Stift Utrecht unter die Botmäßigkeit Burgunds gekommen. Und weiter schreibt Kirchhoff, die Abwehr jedes burgundischen Einflusses im Stift Münster lag auch im Interesse der Fürsten von Köln, Kleve und Geldern, denen eine Umklammerung ihrer Gebiete durch die Expansionspolitik Brüssels drohte. Sie alle haben Bündnisse und Konferenzen veranstaltet und waren letztendlich auch der Grund, weshalb zuvor der Protestantismus in Münster so gedeihen konnte. Ihre Motive hierbei waren durchaus komplex und reichten von persönlichen Lebenssituationen im Umgang mit der Ehe bis hin zu großen politischen Agendas, die über die Machtverteilung in Nordeuropa entscheiden sollten. Am 5. August trafen der Herzog Johann von Jülich-Kleve-Berg und der Kölner Kurfürst Friedrich IV. Von Wied im Lager ein, um sich zu beraten. Sie brachten eine Kriegsspende in Höhe von 20.000 Goldgulden mit. Sie trugen damit zu einer neuen Motivation der Truppen bei. Nun möchte man bis Ende des Monats diese ganze Angelegenheit zu einem Ende bringen. Inzwischen sind auch langsam die ausgehobenen Schanzen fertig, die von den 9.000 Bauern missmutig ausgehoben wurden, die zuvor Bischof Franz weitgehend zwangsrekrutiert hatte. Die Landsknechte rücken entsprechend näher an die Stadt heran und beginnen am 25. August mit einer erneuten Beschießung von Münster. Der 31. August 1534 ist nun der Tag, an dem Münster fallen soll. Die Landsknechte greifen 6 Stadttore gleichzeitig an. Die Belagerer setzen nun alles darauf, die Stadt endlich zu erobern. Zum ersten Mal geraten Belagerer und Belagerte in eine Schlachtsituation, die beiden Seiten alles abverlangt. Dies ist kein Scharmützel mehr, der von Spott und Gelächter begleitet wird. Einige Einheiten der Landsknechte gelingt es nun tatsächlich, die Wehrgänge der Stadtmauern zu erklimmen. Hier wird nun mit Schwert und Hellebarde weitergekämpft. Doch die Wiedertäufer leisten erbitterten Widerstand. Jan van Leyden, der hier als der oberste Befehlshaber innerhalb der belagerten Stadt auftritt, reitet von einem Tor zum anderen und feuert die Wiedertäufer an, durchzuhalten. Entgegen aller Erwartungen auf Seiten der Belagerer setzen sich die Anabaptisten durch.
Jan van Leyden war es gelungen, in dieser Bedrohungssituation die Bürger von Münster und die Scharen der umstrittenen aus Holland und Friesland eingewanderten Wiedertäufer zu einer wehrhaften Armee zu vermengen. Die kampferprobten, professionellen Söldner draußen vor der Stadt brechen sich an Münster die Zähne aus. Die Belagerer beklagen einen Verlust von über 2000 Mann und müssen den Großsturm vollständig abbrechen. Auf beiden Seiten spielen sich nun außerordentlich unterschiedliche Szenen ab. Innerhalb der Stadt bricht ein Freudesrausch aus. Die Anabaptisten sehen in diesem Sieg ein Gottesurteil, eine Bestätigung, dass all ihre Bemühungen bis dahin in die richtige Richtung wiesen. Viele Skeptiker unter den Münsteranern lenken nun ein, beeindruckt von der Wehrhaftigkeit der Wiedertäufer. Draußen vor der Stadt entfaltet sich dagegen ein militärisches Fiasko. Die Landsknechte brechen in Scharen ihr Lager ab und ziehen davon. Rund 200 von ihnen laufen sogar zu den Anabaptisten über, die ihnen einen größeren Sold versprechen und als die einzige Bedingung stellen, dass diese sich taufen lassen. Im Verlauf dieser Militärkampagne ist dies der absolute Tiefpunkt für Bischof Franz, Herzog Johann und Kurfürst Friedrich. Einige Elemente der Belagerungsarmee gehen sogar so weit, dass sie wütend ihr Lager abbrennen und das nahe Dorf Havixbeck plündern. Sie können nur mit Mühe von der bischöflichen Reiterei zur Weiterreise gedrängt werden. Der Feldherr der Belagerer, Wilken Steding, kann eine Kernmannschaft aus 3200 Mann zusammenhalten. Doch allen ist klar, dass die letzte Chance, ein zügiges Ende der Wiedertäuferrevolution herbeizuführen, verstrichen ist. Nun bleibt nur der unbeliebte Plan B, das langsame Aushungern der Stadt in einer langwierigen Belagerung. In Münster findet nun die radikalste Maßnahme statt, die Jan van Leyden umsetzt. Der Anabaptistenanführer lässt sich zum König ausrufen. Er ist fortan Johannes I. von Münster. Sein voller Titel lautet König der Gerechtigkeit der neuen Tempel. Juwertchen, die Ex-Freundin des toten Jan Matthijs und jetzt seine erste Ehefrau, wird damit seine Königin. Sie heißt fortan Königin Divara von Haarlem. Für die Wiedertäufer beginnt nun eine Phase der Umgestaltung. Es ist eine lange Atempause, die hier für die Münsteraner entsteht, denn die Belagerer hatten vorerst ihre Energie aufgebraucht. Und so beginnt in Münster die Formung eines Stadtstaats und eines Gottesreichs. Neue Ämter werden verteilt und Heldentaten belohnt. Knipperdolling wird zum Statthalter ernannt. Der unverzichtbare Ideengeber und Prediger Bernd Rothmann wird zum obersten Worthalter ernannt, was allerdings vermuten lässt, dass man im neuen Reich Gottes wenig praktische Verwendung für ihn hat und ihm somit einen pompösen Titel gab, der jedoch nur wenig Bedeutung hatte. Hermann Tilbeck, der Bürgermeister der Stadt, wird nun zum Hofmeister erhoben. All die Monate vorher zusammengetragenen und von geflohenen, betuchten Münsteranern erbeuteten Prunkgegenstände werden nun endlich hervorgeholt und protzig zur Schau gestellt. Insbesondere teure Gewänder prägen nun das Alltagsbild der Stadt. Diese Ereignisse markieren auch den Aufstieg der beiden Brüder Krechting. Bernd und Heinrich Krechting waren bereits im April nach Münster gekommen, als am Vorabend der Belagerung diese hastige Migration in und aus der Stadt vonstatten ging. Doch es spricht auch einiges dafür, dass ihre Bekanntschaft mit dem bereisten Jan van Leyden bereits auf das Vorjahr 1533 zurückging. Die Brüder waren die Söhne des Stadtschreibers und Kirchenmusikers Engelbert Krechting. Bernd Krechting hatte eine Ausbildung zum Prädikant gemacht, während sein Bruder Heinrich sich mit der Rechtsprechung beschäftigt hatte. So wird auch in Münster Bernd Krechting zum Prediger der Wiedertäuferlehre und erhält unter König Johannes I. ein Amt als Stadtrat. Sein Bruder Heinrich wird dagegen von Jan van Leyden zum Kanzler über Münster erklärt. Erhalten geblieben ist diese höfische Namensliste, welche die Nomenklatur des neuen Reichs Jerusalem repräsentiert. Sie ist ein Jahr nach den Ereignissen entstanden und wurde anhand der Angaben von Überläufern erstellt. Auf der dritten Seite dann findet die Auflistung der 16 Ehefrauen von Jan Leyden statt. An erster Stelle natürlich Divara von Haarlem als die Hauptfrau und Reichskönigin. Der erklärende Text darunter spart nicht mit Pikanterien. Hier wird erklärt, dass es in den Wohnräumen des Königs eine Stelle gab, wo die Namen der Nebenfrauen auf kleine Täfelchen angebracht waren. Und jedes Täfelchen war an derselben Stelle durchbohrt. Jan van Leyden konnte am Abend einen kleinen Stock nehmen und diesen durch das Täfelchen schieben und somit signalisieren, welche der Nebenfrauen er in dieser Nacht in seinem Bett wünschte. Die Angesprochene hatte allerdings die Freiheit, das Stöckchen zu nehmen und es durch eine andere Tafel zu stecken. Diese zweite Wahl hatte dann allerdings keine Alternative und war genötigt, in des Königs Schlafzimmer zu gehen. Das war kein Spaß. Denn als eine der Nebenfrauen sich ihm gänzlich verweigert hatte, richtete Jan van Leyden sie persönlich hin.
Es gibt auch diesen früheren Zeitungsdruck, ebenfalls aus dem Jahr 1535, der eine Illustration von König Johannes mit Divara zeigt. Während unten rechts im Bild einige der Nebenfrauen des Königs zu sehen sind, die dem neuen Herrscher ihre Aufwartung machen. Hinten im Fenster kann man die Mauern von Münster sehen, als Hinweis darauf, dass die Stadt sich zeitgleich unter Belagerung befunden hatte. Zu den Neuerungen gehört auch das Reichsemblem, das aus einem Reichsapfel besteht, welches von zwei Schwertern durchbohrt wird. Hier kann man auch die Bezeichnung der Schwerter ablesen. Gladius Spiritus, Schwert des Geistes, und Gladius Vindicte, das Schwert der Rache, gekrönt von einem Kreuz. Und unten steht der Titel: Johannes de Leiden Hollandinus Justus Rex Novi Templi Adeo Electus Annus Sui Regni Primo Aetatis Sua Viginti Sex. Zu Deutsch: Johannes von Leiden, der Holländer, gerechter König des neuen Tempels, von Gott erwählt im ersten Jahr seiner Herrschaft, im Alter von 26 Jahren. Die spannende Frage, die man sich an dieser Stelle stellen muss, lautet natürlich, wie genau es Jan von Leiden angestellt hatte, sich ohne Widerstand zu einem König krönen zu lassen. Verstieß das doch gegen die Traditionen, alte Vorstellung der aristokratischen Familienhäuser, die über das spätmittelalterliche Europa geherrscht haben. Dies war etwas, das man eher mit den späten römischen Kaisern assoziierte, die häufig nach einer Schlacht von den Legionären ausgerufen wurden. Und es verstößt auch gegen die Empfindungen der Wiedertäufer selbst, die eine solche steile Hierarchie ablehnten. So wird es Murren und Missmut durchaus gegeben haben, doch zu diesem Zeitpunkt ist Jan van Leiden und der Rat der 12 Ältesten bereits so mächtig, dass sich niemand wirklich traut, dagegen offen zu protestieren. Und Jan van Leiden lässt auch nichts in der Trickkiste zurück, um diesen radikalen Schritt seinen Anhängern schmackhaft zu machen. Er hat natürlich den Siegestaumel auf seiner Seite. Die Handlungen der Wiedertäufer scheinen Gottes Zuspruch zu haben. Die Verfehlungen von Jan Matthijs sind vergessen. Doch da ist auch noch Johann Dusinger. Ein Goldschmied aus Warendorf, ein eifriger Wiedertäufer, der bis jetzt wenig aufgefallen war. Er hat nun prophetische Visionen, die er laut und deutlich den anderen vermittelt. In diesen Visionen sieht er das Reich von Münster erstrahlen unter der Führung eines gottgewollten Königs. König Jan ernennt ihn im Gegenzug zu einem Apostel. Draußen unter den Belagerern löst die seltsame Krönung von König Johannes unterschiedliche Gefühle aus. Der Adel war freilich entsetzt und angewidert. Die hartgesottenen Landsknechte dagegen waren deutlich weniger beeindruckt. Sie erfanden für Jan van Leiden sogleich den Spitznamen Schneiderkönig in Anspielung auf seine Herkunft. So spannten sie fortan vor den Toren der belagerten Stadt zerrissene Hosen auf Fahnenmasten oder steckten mit paar Hellebarden und Stoffstreifen eine kleine Erdfläche vor dem Stadtwall ab und bezeichneten sie höhnisch als ein neues Königreich. Man kann nun Jan van Leiden allerlei nachsagen, doch dumm war er nicht. Der selbsternannte König wusste genau, dass eine bravourös gewonnene Schlacht an den Toren und Wehrgängen nicht ausreichen würde, um die Belagerer zum Abzug zu bewegen. Zu sehr war diese Geschichte zum Gesprächsthema Nummer 1 in Nordeuropa geworden und für die Kirchenfürsten stand da inzwischen mehr als nur eine Menge Geld auf dem Spiel. Hier entfaltete sich ein Machtkampf ab, der über den Einfluss der Katholiken über diese gesamte Region entscheiden sollte. Gar nicht zu sprechen von der Gefahr einer regionalen Eskalation, die den Kaiser in Spanien auf den Plan rufen würde. So etwas hätte die gesamte Gegend destabilisieren können. Jan van Leiden will deshalb eine Revolution exportieren. Andere Städte mit starker anabaptistischer Gesinnung oder Präsenz sollen es Münster nachmachen. Doch vor allem sollen sie mehr Anhänger im Ausland rekrutieren. Ich gehe gar nicht auf die Parallelen zu heutigen revolutionären Gottesstaaten ein, die es augenscheinlich genauso machen. So veranstalten Johannes und Divara am 13. Oktober ein großes Bankett. Noch einmal können die belagerten Wiedertäufer ihren Anführer so sehen, wie sie ihn am liebsten mögen. Jan van Leiden und Divara gehen persönlich durch die Tischreihen und schenken Getränke ein und verteilen Essen. Das Fest wird auf Wiedertäuferart unter freiem Himmel abgehalten. Auf dem Domplatz von Münster, der inzwischen umbenannt worden ist in Berg Sion. An diesem Tag werden 27 Apostel ernannt, darunter auch der neue Prophet Johann Dusinger, und in das Münsterland und in die Niederlande geschickt, um für die neuen Ideen zu werben. Man setzt hier wohl auf eine Art Dominoeffekt und hofft darauf, dass weitere Städte ähnliche Prozesse einleiten werden wie Münster. Doch es geht natürlich auch darum, neue Anhänger zu konsolidieren und nach Münster zu bringen. Jan van Leiden weiß auch, dass er eine Nahrungsversorgung braucht. Die Belagerung war zu diesem Zeitpunkt alles andere als wasserdicht.
Bischof Franz schien durchaus einige Spione in der Stadt zu haben und es gab auch unentwegt den tröpfelnden Rinnsal von Überläufern, die es mit den Anabaptisten nicht mehr ausgehalten haben und aus der Stadt flohen. Deshalb waren die Belagerer über die Vorgänge in der Stadt gut informiert, denn sie erfuhren die Neuigkeiten mit einem oder zwei Tagen Verspätung. Doch umgekehrt war es auch für einzelne Wiedertäufer möglich, nachts die Stadt zu verlassen und wieder zurückzukehren. Die Aussendung von Aposteln schlägt fehl und stellt in diesem Jahr die erste große Niederlage der Wiedertäufer dar. In allen Städten landen die Prediger, die gleichzeitig auch als Rekrutierer auftreten, in Kerkern. Einige verbuchen kurzzeitige Erfolge und halten Predigten, die bei den Unterschichten auf ein begeistertes Echo stoßen, doch die Häscher des Bischofs scheinen überall zu sein. Blutige Strafgerichte finden statt. Die Stadt Warendorf, die Heimat von Johann Dusenschner, verliert durch diesen Aktionismus sogar ihre verbrieften Stadtprivilegien. Die verärgerten Stadtverwalter lassen Dusenschner den frischen Prophet eilig hinrichten. Die Auseinandersetzungen der Wiedertäufer mit den Stadträten und Landesgrafen verliefen sehr wechselhaft. Will Durant gibt eine Episode aus Westfalen wieder, die zeigt, wie rau es hierbei zugegangen war. Ein westfriesisches Kloster wurde von einer Rotte in kühnem Ansturm überrumpelt und befestigt. Der Unterstatthalter beschoss es mit schwerem Geschütz und bei der hoffnungslosen Verteidigung verloren 800 Mann das Leben. Und das ist nur eine Anekdote, die es kaum in die heutigen Geschichtsbücher geschafft hatte. Und es hat in der Tat gerade in den Niederlanden Ortschaften gegeben, die bereits vor den Ereignissen in Münster bis zu zwei Dritteln anabaptistisch waren. Für eine kurze Zeit unter der Führung von Melchior Hoffmann war das Wiedertäufertum in Holland außerordentlich populär. Doch es waren gerade die Nachrichten aus Münster, die dazu führten, dass bereits vor Jan van Leidens Apostelentsendung die Daumenschrauben seitens der Katholiken deutlich zugezogen worden waren. Und das ist mehr als nur ein offensichtliches Wortspiel. Karl V. hatte längst die Inquisition in die Niederlande entsendet, um dem unübersichtlichen Getue ein Ende zu bereiten. Sicherlich wäre es aus heutiger Sicht falsch zu sagen, dass alles, was die Wiedertäufer umsetzten, nur unmoralisch oder inakzeptabel war. Jan van Leyden alias König Johannes I. machte auch einige interessante Entscheidungen. So schaffte er zum Beispiel die Folter innerhalb der Stadtgrenzen ab. Und in der Tat wurde in Münster während der Belagerung nicht gefoltert. Das ist ein großes Thema, denn in diesen Jahrzehnten hatte man eine regelrechte Obsession für Verhöre und Foltermethoden entwickelt. Ob dies nun eine Herzenssache war oder ob das Foltern zu sehr an die Umgangsformen der katholischen Gegner erinnerte und somit bei seinen Mitstreitern schlecht angekommen wäre, nun, das ist eine Sache der Spekulation. Aber Jan van Leyden befürwortete weiterhin die unzähligen Hinrichtungen, denen er nicht nur häufig beiwohnte, sondern hierbei auch selbst mal gerne das Scharfrichterschwert in die Hand nahm. Derartige radikale Maßnahmen gingen vielen Bürgern von Münster eindeutig zu weit. Standen solche Handlungen doch weit fern von melchioritischen oder karlutherischen Ideen. So wurden die vollstreckten Todesurteile zunehmend ein Ergebnis heimlich wachsender Unzufriedenheit, da Johannes I. nicht bereit war, Widerspruch zu dulden. Doch dazu mehr beim nächsten Mal. Somit gilt, sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren.